Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf der Untergriesbach. mit mir und dem, was heute war. Moin. Du hört sich allerdings ganz komisch an. Und mit dem Fabi. Hallo. Speedball hat ganz außer Takt gemacht. Hört nicht auf was piepen. Keine Ahnung, was mein Name piepen. Einfach nicht drauf hören. Wäre die beste Idee. Wuss. So, ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Also, jetzt das erste Mal in dem Projekt. 213.000 Liter Excel-Gutschmann hier drin. Und ich habe alle Felder mal zusammengespaltet, dass wir ein bisschen viel fahren müssen, wenn du bringen musst. Ja. Brandys, ich habe ziemlich was vorgearbeitet. Das war bis Hilfe. Fabi hat mir natürlich geholfen, das kann ich auch ehrlich gestehen, Leute. So, so und. Danke, ich auch, Tauber. Das hat er ganz leise. Alter. Und jetzt. Alter. Jetzt haben wir noch eine andere Geschichte. Ich habe. Das Piep vergessen. Strohpellets? Ja, Strohpellets können wir eigentlich veräußern. Das ist eigentlich an jedem Tag so circa gleich. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Warum leckt das so sehr gerade? Keine Ahnung. Leckt das Frosch auch? Ja. Okay. Ich bin nicht gerade am Fahren. Kann ich nichts sagen. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Das war natürlich die Abkürzung, bevor es fällt. Ist das logisch? Was? Was? Da haben wir ein großes Problem, Leute. Aber der wird nicht so schnell voll. Da kann ich mir. Mann, Junge. Fabi. Ossi? Nein. Wäre dein Anhänger immer noch frei zur Verfügung? Nein. Also ja, auch für 5 Minuten maximal. Dann bringt es mir. Warum hat LU nicht einen Anhänger zu vermieten? Gibt's für Piet Matze nicht. Was anders, Leute? Jetzt kurz den Anhänger an. Kurz LAN. LAN. Aber mit dem LKW. Oh. Das ist gerade so das Vorteilste. Mal abbunkern. Das sollte eigentlich alles drin passen. Eine Sache. Also besser gesagt, es sollte. Nee, ich hoffe, das passt alles rein. Bei 60.000 Liter, bei den lieben Freundies, da können wir uns schon einen richtig schönen Anhänger besorgen. War so klar, dass der so einen schlechten Einschlag hat. Mal wieder. Weil 60.000 Liter haben wir drin, 1300 gibt es. 100 wären 130.000, 65.000, 65, 68, 68, 78 circa. Sag ich doch. Minus 3 haben wir, macht 75 klar. Schon gut.
Das wäre eine gute Geschichte. Reißen haben wir 130.000 Liter drin. Aber ja. Für so eine Geschichte halt. Wo haben wir 370.000 Liter, Leute? Seht ihr, was wir vorgearbeitet haben? Was ich und Barbie, sagen wir es mal so, vorgearbeitet habe. Das ist schon. Ackergras. Oh, Ackergras müsst ihr auch noch. Elefantengras haben wir auch noch. Wie viel Liter haben wir Elefantengras? 174.000 Liter! Es gibt gut Cash. Ah ja, wir haben ja letztes Jahr nicht verkauft. Stimmt, stimmt. Da war ja was. Weil irgendwelche vorgespult haben. Mit deiner Erlaubnis. Ganz ungespielt, Matzi. Was war denn jetzt für ein Leck? Jetzt muss es Gummi sein. Und was beginnen? Alles hier runter, Leute. Aber davon wisst ihr leider nichts, weil wir haben ja einige Folgen nicht veröffentlicht. Jo, alles klar. Jetzt und die Hexe ist fast leer. Da weiß ich, wer den als erstes tanken darf. Du. Ja, richtig. Du nimmst halt Nexion. Ach, nein. Was? Stimmt nicht. Was? Braucht ihr den nicht zum Elefantengras machen? Erst wieder anfangs nächstes Jahres. Ah, perfekt, dann seid ihr vor mir dran. Richtig, Klaas. Oh. Wie heißt das Teil hier? Ach, Alter. Wo denn? Hof Bio Wärme Heiz Anzieh. Wie heißt was? Bio Wärme. Mehr nicht, Alter. Oh, das ist ein Schallwerkswagen. Ups. Oh. Ich. Oh, meiner war es nicht, okay. Was? Was? Kleiner war es nicht. Ich hätte Schneidwerkswagen. Achso. Nein, der war schwarz aus. jetzt machen wir hier drin kurz einen Ordner. Es reicht eigentlich schon. Dann können wir jetzt meinen Ordner aufmachen. Ordner verschieben. Mach hier rein und den machen wir hier rein. Ist das Manga, Fabi? Ja. Wird der gleich abgedacht. Wo bleibt denn das Bild? Das Ding? Hallo, hallo, ganz ruhig. Nein! Du willst mir jetzt nicht behaupten, dass die nehmen es nur abpackt an. Kann nicht sein. Ah, hier. Gut. Ah, oh, perfekt. Dachte mir schon. Oh, sie hätte Glück, noch hat er nicht angefangen.
Ja, alles gut. Nehmt die an. Eben ein brutaler Preis. 1300, über 1300. Und wie viel Strohpelz hast du jetzt? 60.000. Ja. Mal schauen, wie viel ich mache. Also, wie viel ich schaffe. Also eine Lieferung, 16.000 Liter, sind 22.000 Cash. 22.144. Jo. Das ist schon gut. Also ich glaube, das wäre schon okay. Wer? Du. Ich? Meinst du? Müsste. Wollte eigentlich, ich habe ausgerechnet zu 75k sein. Na gut, abwarten. Abwarten und Tee trinken, gell? Danke, Schweizer. Danke, dass du auf einer Primus die Scheuche und die Zapfel abgemacht hast. Nee, ich hab's nicht. Die war auf jeden Fall ab. Nee, hab ich wirklich nicht. Man müsste eigentlich mehr sein, weil... Ich hatte 60.000 Liter, also ausgerechnet war das, ich war 3.000 im Minus, war das, es waren 78.000 ausgerechnet, also etwas mehr als 78, ja ca. 80, minus 3 macht ca. 77 sogar. Okay. Leute, aber ich sag mal nichts, dass es so ist. Laut Rechnung. Aber du kannst ja nie drauf gehen, weil der Preis kann sich gleich verschieben. Und Schweizer kann nicht so gut rechnen. Schweizer kann gut rechnen. Ja. Die Schweizer aber nicht. Oh Mann, ey. Das ist nie wieder los, Schweizer. Was? Wird er nie wieder los. Ist er dann nie raus, was eigentlich geht mit dem Piepen. Das ist auch richtig, ja. Abi, wenn du wirklich nicht mit Silo festfahren, bekommst du auch Geld dafür. Ja, gleich vielleicht. Oh, das hört sich sehr gut an. Aber das ist voller, nicht das leere, gell? Ja, keine Ahnung, das sind ja 260.000. Was? Oh Gott. Ja, was denn? Opa. Und tschalalalala. Ja, wenn du das für mich arbeitest, dann bekommst du auch was, nicht so über Schweizer. Wow, Alter. Ja, was? Ich kümmere mich schon um meinen Mitarbeiter dann. Auch wenn es nur ein Cent wäre, ich hätte mehr bekommen wie bei dir. Deswegen ist es besser, wenn du bei mir arbeitest. Perfekt. Und so die Farben zusammenlegen. Euch. Was? Was? Überweisung. Jetzt aber ruhig hier. Ja, Schweizer, ich glaube, du hast doch keine 100.000 mehr nachher. Wie viel hast du bekommen? 2k. Okay. Oh. Du bekommst 3. Ja, aber hat ja da die schlimmere Arbeit. Es ist nicht so lange dran. Ich hab jetzt damit gerechnet, dass Schweizer jetzt noch 1.000 hinterher überweist. Schade, klappt doch nicht. Und eins, leg ich immer eins drauf, immer eins drauf. Scheiße auch. So. Wollen wir mal ein Glas mal anschmeißen, die Primus.
Hast du, nur mal so, eine Sache, hast du lange mit der Primus, oder geht so? Na gut, mal zwei Felder halt. Achso, okay. Ja, dann geht's ja noch. Du das sagst. Auch nichts mehr zu tun. Auch. Oh. Ach doch, ich hab noch jede Menge zu tun, aber... Ich möchte eigentlich nicht mehr Geld verschwenden, sagen wir es mal so. Verschenken, besser gesagt. Bewahr das auch für dich auf. Ja, alles klar. Das ist ja gut drauf auf. Oh, mit 6 Gamma hier. Das geht vorwärts. Leute, was wir für einen Trailer uns kaufen, den werden wir auf jeden Fall nicht verkaufen, weil den können wir als Zweck einsetzen, sagen wir es mal so. So. Wichtig. Nicht wichtig. Richtig. Was ist denn jetzt so los? Warum? Warum kriegt er mit seinem KMH hier hoch? Er hat ja null Traktion. Das Kampfgewicht mehr einrechnen. Motorleistung nur, er setzt nur 30% ein, aber dafür 86% Schlupf. Ja, so muss das. So, jetzt, Anhänger. Oh wow. Eine Bahn gefahren und drüben ist es voll. Werden wir uns da kaufen. Am liebsten nicht Standard-Base. Standard hat miesige Eis wie zum Kopf raus. Ja. Frieden wie hat Ozzy ist auch nicht schlecht, aber halt Leute, ja. Sagen wir es mal so, ich weiß nicht, ob der passt. Runter bei meinem Dasher. Und man muss halt fahren können. Das wird ja schon bei dir scheitern. Mann. Man. Was ist denn jetzt hier los? Warum leckt es schon wieder? Ja, sehe ich auch gerade. Oh, jetzt geht's wieder. Hat mir die Soja wohnen. Du sagst, Stopels kann man jetzt auch verkaufen. Müssen wir gar nicht ins Lager köppen. Nö, können wir verkaufen. Sehr schön, wenn den ich schon gespart habe. Ah ja, was geht denn jetzt? Der Baul schaut unten links ab. Ich hab gleich wieder fertig hier. Ich denke, ich kaufe mir den Freedom, liebe Freundies. Ich glaube, es ist die beste Sache, weil der auch wenig kostet, sagen wir es mal so. Boah, ich habe fast 100.000... Ich glaube, wenn ich fertig bin, habe ich 100.000... Ist das wieder meiner, Fabi, oder? Ne, gerade das müsste meiner sein. Beides. Ja, ist beides meiner. Ich habe einfach fast 100.000 Liter Sojabohnen und... Eine Tonne Sojabohnen bringen einfach 2.500 Euro am besten Tag. Das schmeckt schon. Aber ich bin jetzt gerade gucken gegangen. Season-Menü stimmt nicht immer, Digga. Nee, ich weiß, du hast auch manchmal trotzdem zwischendurch höhere Preise. Höhere und schlechtere manchmal. Ja. Jetzt mal gucken, ob der Preis gleich geblieben ist, Leute. 22,144 war der letzte Hänger. Ja, 4 und 5 km/h, Alter. Richtig vorwärts hier.
Boah, ich hatte eigentlich eine voll die gute Idee. 22, 21. Was ist gleich gewesen? Weil ich könnte mir halt theoretisch einen zweiten Dominator holen. Bringt mir aber nichts, weil ich darf nur einen mit CP fahren. Das stimmt. Gut, Leute. Wir können uns den Tridem schon kaufen. Also für die Aufzählung, das waren 44,3. Wir haben komplett bekommen was für alles. Nee, noch nicht. Waren zwei Hänger. Ja, theoretisch hast du jetzt 32.000. Ja, okay. Ja, dann kriegst du irgendwas um die 80k. Bist in mein, reingefahren, oder? Das war meiner. Ich würde gerade sagen, ich kann ja die Prämisse CP laufen lassen, aber geht gar nicht. Ja, bringt denn jetzt nur, dass die Schwaden CP gemacht. Genau. Selber befahren. Aber Schwarzer, der Ansatz ist jetzt dran. Ach, jetzt schon? Mhm. Meine lieben Freddies, würde aber sagen, wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen, Abo da lassen und unbedingt zum nächsten Mal vorbeischauen. Ich sage Tschüss und bis dann. Ciao.